Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wurmprinzen. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hallo meine Damen und Herren, willkommen am Flug der Boeing 737 auf dem Weg von Lübeck in dein Wohnzimmer auf dein Bildschirm. Ich habe eine neue Tonqualität und zwar benutze ich jetzt Technik, die auch beim Fernsehen benutzt wird, zum Thema Ton. Und ihr dürftet mich jetzt noch authentischer hören, also so wie ich mich jetzt anhöre bei euch, so höre ich mich auch an, oder ja, wenn du mir gegenüber stehst. Ich habe ein neues Do-It-Yourself für euch, ein ganz kleines, ganz kurzes. Das mögen wir, das liebt ihr vor allem. Es muss schnell gehen und es muss gut aussehen. Und das ist unser Objekt. Und zwar ein einfacher Blumentopf. Ihr könnt das auch mit Vasen machen, mit Glasflaschen, lässt sich das auch richtig cool machen. Und zwar wollen wir diesen Blumentopf ein bisschen umändern. Und ich wollte einfach mal so, ich mag diesen Schlammton, aber ich mag auch Gelb. Ich habe neulich in der Zeitschrift geblättert und dachte so, Taub und Gelb ist ja wohl mal so eine verdammt geile Kombi. Also bin ich in den Baumarkt und habe mir eine kleine Dose, die hat jetzt 4 Euro noch was gekostet, eine kleine Dose Lack gekauft. Dazu bräucht ihr, wie gesagt, einen Topf. Ihr braucht einen Topf, ihr braucht Lack, Tesafilm und Papier zum Abkleben. Und jetzt blende ich euch mal ein, was ihr dann macht. Ihr nehmt dann das Tesafilm und klebt einen Rand rumrum, einmal komplett um den Blumentopf rum. Das muss nicht gerade sein, ihr könnt es auch komplett schräge machen, ganz wie ihr möchtet, wenn es schief ist, das macht nichts. Ihr könnt es natürlich auch super akkurat machen, das bleibt euch überlassen, ob es euch dann stört, wenn da eine leichte Welle drin ist, aber ganz nach eurem Geschmack. Danach nehmt ihr das Zeitungspapier und klebt oben einmal am Zeitungspapier einen Rand lang, sodass immer noch von der Klebestreifen was frei ist. Den klebt ihr dann um den Topf rum, dass ihr die Fläche, die nicht besprayt, also die, die ihr nicht lackieren wollt, dass die geschützt ist. Wenn ihr das dann gemacht habt und jetzt seht ihr mich wieder, dann dürfte das Ganze so aussehen. Jetzt ziehen wir das mal vorsichtig ab. Das ist jetzt nur das Papier und der Schutzstreifen rum, also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen shave ist. Ich bin ganz vorsichtig. Und das Coole ist, dass das dann eben richtig Stylomatico aussieht und sehr modern wirkt. So, ich hoffe. Dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Hier ist der nächste Teser. Ganz langsam müsst ihr es danach abziehen. Ganz langsam. Manchmal sind da so kleine Luftblasen, die einfach zerstechen mit der Nadel. Ich habe da leider mit einem Tuch drauf geditscht, deswegen ist das nicht mehr ganz so schön. Einfach mit einer Nadel reinstechen und dann gehen die Blasen auch wieder zurück. So, dann haben wir einen richtig modernen, also ich finde, das sieht gerade voll geil aus. Ich weiß nicht, wie das auf der Kamera rüberkommt. So, also das ist ein und dieselbe Serie. So langweilig sah das vorher aus und so sieht es jetzt aus. Und zwar mit ganz wenig Mitteln, mit ganz wenig Zeit, so einen richtig coolen. Ich bin gerade voll happy. Ich habe es selbst gemacht. Yeah. Das war schon mein Do-It-Yourself. Wenn ihr mehrere solche einfachen Do-It-Yourselfs sehen wollt, ich bin gespannt, was ihr sagt dazu. Und welche Kombi hättet ihr genommen? Hättet ihr Gelb genommen oder Pink oder welche Farbe? Schreibt es mir in die Kommentare, welche Farbe ihr gewählt hättet. Wenn euch solche Do-It-Yourself gefallen und ihr weitere sehen wollt und vor allem, wenn dir das gefallen hat, hinterlasst gerne einen grünen Daumen und jetzt einen Kommentar. Am Ende des Videos blende ich dir nochmal ein anderes Video von mir ein. Ich hoffe, ihr habt einen guten Montag. Meine Frage an euch, eine Kommentarfrage. Was motiviert euch montags am meisten, um super in die Woche zu starten? Also, kreative Grüße aus Lübeck. Ich hoffe, dass ich euch bald schon wieder das nächste Do-It-Yourself zeigen kann. Ich habe da auch schon eins im Petto. Wie gesagt, Blumentöpfe ganz einfach aufpimpen, dass sie wieder modern und stylisch aussehen. Da könnte man jetzt noch einen gelben Schriftzug reinmachen. Sieht bestimmt auch gut aus. Aber das ist euch überlassen. Ich möchte euch das nur als Inspiration geben, euch auf gar keinen Fall was vorgeben. Lasst euch davon inspirieren, setzt es selbst um. Und wenn ihr es selbst umgesetzt habt, dann postet ihr mir bitte schön ein Foto auf meine Facebook-Seite. Wenn ihr die noch nicht geliked habt, dann macht es jetzt. Es lohnt sich definitiv. Bei Instagram und Twitter bin ich auch jeweils mit dem Namen Wurmprinz. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Euer
Madagaskar 3 Fan. Ich war nämlich bei Afro Circus drinne. Da habe ich eine Filmkritik zu gemacht, beziehungsweise wie ich den Film finde. Das verlinke ich euch als Videoantwort. Und jetzt habe ich genug gequatscht, ich will euch hier nicht voll quatschen. Sagt mir definitiv, wie ihr die Tonqualität. Oh Gott, so viele Fragen, so viele Fragen. Ich hoffe, ihr könnt euch das merken. Sagt mir definitiv noch, wie ihr die Tonqualität findet. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Euer kreativer Wohnprinz Bastian. Ciao.